Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Freue mich, dass so viele heute gekommen sind, um die heilige Anna zu ehren hier bei unserer Anna-Kapelle in Neidiafe, bei Botschaft oder in Botschaft. Das Anna-Fest ist ein Fest der Tradition, das uns zeigt, wie tief verwurzelt unsere Heimat mit dem Christentum ist, dass das ein kostbares Gut ist, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und dazu hat auch der Herrgott die Großeltern vom Herrn Jesus gebraucht, weil die halt auch ihren Anteil drauf gehabt haben. Uns daran erinnert, dass die Großeltern wichtig sind in der Weitergabe des Glaubens und im Familienleben. Aber damit man einander immer schätzen kann und das auch sehen kann, wie wichtig der andere ist in seiner Aufgabe und nicht nur in meiner, müssen die Herzen immer sich öffnen und man muss bereit sein, umzukehren, dass man einen neuen Blickpunkt kriegt und den anderen halt auch Platz gibt im Herzen. Und so besinnen wir uns. Wir bekennen, dass wir sündige Menschen sind und das verzeihende Erbarmen Gottes brauchen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.